von der Besen der Jäger. Hallöchen, meine Ladyboys, mein Name ist Naoya, herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Als allererstes, ich hoffe heftig, dass ich mich heute ganz und gar auf das Spiel konzentrieren kann, weil das Problem ist natürlich, es ist gerade Montag, ich nehme auf Montag um schätzungsweise, ach du Scheiße, wie spät ist es? Moment, es ist jetzt quasi Montag, 21.18 Uhr, ich habe natürlich heute die zweite Folge Staffel 7 Game of Thrones geguckt und ich glaube, meine Konzentration wird sich die nächste Woche bis zur dritten Folge nur darum bemühen, was denn in der nächsten Folge passiert. Ich glaube, Staffel 7, Folge 3 wird eine der geilsten Folgen der kompletten Serie. Ich denke, da werden einige heftige Sachen passieren. Aber für die, die GOAT nicht gucken, wollen wir jetzt auch damit aufhören. Ich habe uns Goldharz gefarmt. 16 Stück haben wir. Wir haben 16 Goldharz. Ich weiß gar nicht mehr, was alles passiert ist. Ich glaube, ich habe schon 4-5 Tage nicht mehr gespielt. Wir haben auf jeden Fall ein Event, Schattenprinz. Wo ist das? Das gucken wir uns schon mal an. Das hört sich gut an. Das werden wir dann natürlich machen. Hier ist Schattenprinz. Das Symbol hatten wir noch nicht. Gibt es vielleicht doch einen Bossfight als Event? Wir werden es gleich herausfinden. Habe ich ein Level geschafft? Nee, ne? Nee, aber fast. Wir sind fast Stufe 25. Richtig geil. Und ihr wisst natürlich, was wir mit dem Goldharz machen wollen. Das war unser großes Ziel, was wir hier verfolgen. Wir gucken nochmal kurz unseren legendären Bogen. Die goldene Jäger, die werden wir jetzt nicht machen. Die machen wir dann später nochmal. Jetzt geht es erstmal nur um den Bogen. 2 Goldbarren brauchen wir noch und 8 Spinnenfeben. Und wieso sage ich immer Spinnenfeben? Wieso sage ich immer Feben? Wieso? Bin ich gestört? Bin ich eventuell gestört? Wir werden schon mal gucken. Dafür reicht das Goldharz nicht aus. 8 und 6 sind 14 plus das. Da habe ich nicht genug für, aber wir können ja schon mal anfangen, hier vielleicht was zu bauen. Dafür brauchen wir Seidenstoff, denn wir werden auf jeden Fall das Scharfschützen-Set machen. Hieß das Scharfschützen-Set? Ich habe schon wieder vergessen. Ist ja auch scheißegal. Was ist das? Wieso haben wir unseren Helm nicht auf? Wie sollen wir denn überhaupt irgendwas sehen hier? Verdammt, Scheiße. So. 12 Goldbarren haben wir, die nehmen wir mit. Seidenstoff nehmen wir mit. Und Spinnenfäden nehmen wir auch mit. Wir craften schon mal in weiser Voraussicht Goldbarren. 5 Stück würde ich sagen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr nice. Das machen wir schon mal. Das machen wir schon mal. Kann sein, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal sind hier, glaube ich, noch ein paar Trophäen zugekommen. Guckt euch das an. Ich habe diesen scheiß Grundsackkopf jetzt 2-mal. 3-mal. Alter Schwede. Das darf nicht wahr sein. So, ich bin verspannt. Mein Gott, wir kriegen den absoluten Megabogen. Wir werden gleich sowas von unsterblich sein. Yes. Sunna. The Golden Lengbu. Das Schätze. So, dann fangen wir schon mal an. Machen wir Scharfschützen. Scharfschützen-Set, genau. Machen wir uns einfach mal... Ja, machen wir uns nur mal einen Teil. Machen wir uns erstmal nur die Jacke. Haben wir schon mal ein bisschen was abgehakt zumindest. Nice Scheiße. Die ziehen wir natürlich noch nicht an. Die packen wir erstmal ganz cool hier unten hin. Dann sind wir dann schon fertig? Wartet. Was müssen wir denn... Könnten wir, aber ich weiß nicht, ob wir das... Der Amboss, da haben wir 6 gebaut. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Goldbarren. Die Werkbank. Was kriegen wir denn bei der Werkbank immer neu? Ach, Werkzeuge? Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben uns ja erst unser Eisenwerkzeug geholt. Deswegen müssten wir das vielleicht nicht unbedingt direkt aufwerten. Und den Amboss. Ich würde mein Gold lieber erstmal für die Rüstung ausgeben. Und dann können wir uns immer noch die anderen Sachen hier aufwerten. Ring und so, weil wie gesagt, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, den Ring, den wir da dann... oder eventuell die 2 neuen Ringe, die es da dann gibt, die werden wir höchstwahrscheinlich nicht benötigen werden. Das Gold kommt zuerst. Die Seide. Die Spinnfäden. Ich werde jetzt immer ganz besonders drauf achten, da ich ja irgendwie zu blöd bin, das auszusprechen. 10 Goldbarren haben wir schon mal wieder. Und dann würde ich sagen, wir machen das. Weil trotz alledem ist das hier noch... Erteilt Wasserschaden stark gegen Feuer. Ich schätze mal, gegen Feuer vielleicht ist es immer noch besser. 122, 166.
vielleicht nicht. Wir werden es ja sehen. Wir behalten die erstmal. Und jetzt haben wir hier den mega geilen Sunna-Langbogen. Jetzt müssen wir natürlich... Ja gut, eigentlich kann die Armbrust doch weg, weil wenn wir jetzt wieder auf die Bogenspezialisierung gehen... dann ist die Armbrust erstmal schwächer. Ist dann noch schwächer wegen dem Perk. Und durch die Prozente, durch das Eis, wird die das nicht rausholen. Aber wir behalten sie trotzdem erstmal, ist ja scheißegal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach scheiße. Das ist doch scheiße, Freunde. Ich dachte, der funkelt vielleicht. Ich habe jetzt echt gedacht, dass der vielleicht ein bisschen leuchtet. Aber das tut er leider nicht. Schade. Schade, schade. Ich habe mir echt ein bisschen funkelflinker vorgestellt. Sind wir dann hier eigentlich fertig? Wir haben Sunna den Langbogen. Für die Rüstung brauchen wir sowieso noch Goldbarren und Goldharz. Was anderes werten wir bis dahin nicht auf. Das heißt, hier haben wir eigentlich, glaube ich, nichts zu tun. Und ich muss unbedingt mal offscreen. Ich muss unbedingt endlich mal anfangen, das Dach zu bauen. Da wird doch der Hund im Schlafittchen verrückt. Ach so, unser Freund. Unser Freund, Freunde. Wir müssen gucken, was Sunna der Langbogen anrichten kann. Herold. Los, ich will einen Crit sehen. 400. Ja, das geht schon. Ist schon... Ist, denke ich, schon ganz gut. Wartet 145 zu 270. 190, also... ja, gute 25% müsste eigentlich mehr als 25% stärker sein. Egal. Wir werden es herausfinden. Ich würde sagen, zuerst beim Ereignis der Schattenprinz. Was habe ich denn überhaupt offscreen gemacht? Ich habe die Insel hier gemacht. Habe nicht alle Portale freigeschaltet. Es ist in der Tat... Ich weiß nicht, ob es das erste Mal ist. Aber es liegt in der Tat an Portalsteinmangel. Ich habe hier zwei Portale aufgemacht. Das sind nochmal so eine Kristallwelten. Habe ich natürlich noch nicht betreten. Ihr seht das Fragezeichen. Und die Map, dafür haben dann die Kristalle nicht mehr gereicht. Die Map hier unten habe ich gemacht. War auf beiden Maps. Was Besonderes war, glaube ich, auf beiden nicht. Wir machen jetzt die 314 natürlich in dieser Aufnahme. Gucken, was da kommt und versuchen uns hier dann den Weg weiter frei zu kämpfen Richtung Boss. Aber als allererstes wollen wir jetzt das Schattenprinz-Ereignis machen. Dauert nur 5 Stunden, wird also nicht so ein mächtiges Ereignis sein wie hier das mysteriöse Portal, was wir mal hatten. Aber wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Der Shen. Ach du Scheiße, hier ist noch unser ganzes Palmharz. Besiege den Schattenprinz. Das ist tatsächlich ein Boss-Ereignis. Ich hatte natürlich offscreen hier und da auch das ein oder andere Ereignis, auch mit dem Zweitcharakter. Ich habe jetzt auch den Magier gelöscht. Ich habe jetzt noch einen männlichen Waldläufer erstellt, weil ich will die Ereignisse schaffen und ich will mich da nicht quälen mit dem Magier oder so. Deswegen habe ich jetzt noch einen männlichen Waldläufer erstellt, weil wir sehen ja, mit dem Waldläufer ist alles easy peasy. Aber ich hatte in der Tat noch nicht ein einziges Boss-Fight-Ereignis. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen gespannt. Jetzt müssen wir den Schweinepriester nur finden, den alten Schweinenacken. Und wo möge er wohl sein? Von hier oben konnten wir ihn leider nicht sehen. Ich hoffe, der sieht nicht so aus wie die... wie die... Scheiß Blitzviecher. Was ist das? Der ist Schattenritter des Donners? Nee, den Schattenprinz sollen wir zerlegen. Kann der da oben... Nee, da oben ist aber nichts, ne? Das Portal ist jetzt zu! Wir kommen da never ever wieder hin. Aber die Viecher hier sind auch weg. Na gut, ich weiß jetzt... Obsidian, ja gut, scheiß drauf. Jetzt wo... Nein, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Wir machen das wieder zu. Haben wir keinen Platz für. Wir haben andere Sachen zu tun. Wo ist der... Hello, Freund. What the... Was? Ich war... Warte. Ach du Scheiße. Alter. Ich bin im Wasser. Ich dachte gerade, der hat mich gefangen genommen oder sowas. Ach du Scheiße, Mann, lass mich bitte in Ruhe. Da war der Schattenprinz. Jetzt ist er im Wasser. Es ist so ein blöder... Oh, er bleibt aber nicht im Wasser.
Ich weiß ja nicht, wenn der eine Mega-Attacke hat, sollten wir... Oh, verpiss dich doch mal. Oh, du bist ein dummes Schwein. Das ist dumm. Hätten wir uns unsere scheiß Armbrust gebaut, dann wäre jetzt alles so einfach. Nehme ich mal an. Ja, das macht ja keinen Schaden. Das ist nicht so tragisch. Das verfolgt mich ja. Ja, Mensch, das ist nur das nicht meine Priester, du ekelhaftes Vieh. Das ist schon geil. Ist auf jeden Fall ein schwererer Boss als die richtigen Bosse. Ja, ich bin natürlich genau reingesprungen. Okay, wir verbrauchen auf jeden Fall ein paar von unseren schönen Tränken. Besiege den Schattenprinz. Astralherz. 130. Was? Wieso? 130 Erfahrungspunkte für das Vieh? Ich habe jetzt eher so mit, weiß ich nicht, 4.000, 5.000 vielleicht gerechnet, ihr Pisser. Ich wurde doch schon wieder voll angepisst. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, hätten wir jetzt die Lichtarmbrust gehabt, das wäre bestimmt mega einfacher gewesen. Astralherz. Zutat. Ich bin gespannt. Ich hoffe, wir werden es für irgendwas... Natürlich, wenn wir es für irgendwas brauchen, würde es das ja nicht geben. Aber, na gut, könnte natürlich auch sein, dass es für irgendwas ist, was wir persönlich gar nicht haben. Oder was wir für den Waldläufer nicht brauchen. Das werden wir auf jeden Fall herausfinden. Geil. Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich gut, dass wir das haben. Wir reißen das hier ab. Ist auch Obsidian, ne? Nee. Das ist... verfeinerter Anorthosit... Ja, nee, hier verfeinerte Anorthosit-Blocken, Blöcke, die kann ich ja bauen. Noch kann ich hier, glaube ich, nicht bauen, oder? Doch. Ja, das bauen wir jetzt nicht ab. Das wäre jetzt quasi Verschwendung. Was ist das hier? Das ist verfeinerte Obsidian. Ja, auch egal. Können wir auch selber machen. Also, lohnt sich. Wartet. Wartet. Nicht, dass ich hier wieder verarscht werde. Wir gucken nur mal nicht, dass da eine Kiste drunter ist. Ich glaube nicht. So, dann würde ich sagen, wir haben das Ereignis geschafft. Endlich mal eine Neuerung. Nein, eine Neuerung für uns. Keine Neuerung im Spiel, sondern für uns einfach nur eine neue Erfahrung. Einen Ereignisboss zu töten, der weitaus interessanter und spaßiger war als... Na, was heißt spaßiger? Ich meine, die normalen Bosse, die haben halt ihre feste Rotation. Da weiß man, was man machen muss. Und die sind schön, schön dargestellt, schön groß und so weiter. Aber das hier, das war schon ein kleiner, geiler Kampf, muss ich sagen. Aber dann wären wir hier auch fertig eigentlich mit unseren exakt 6.800 Goldstücken. Und dann könnten wir eigentlich jetzt auf die Insel 314... und das Portal freischalten und dann uns den Weg weiter bahnen und immer noch darauf hoffen, ihr seht's ja, ne? Immer noch darauf hoffen, dass eine dritte Inselmöglichkeit hier im dritten Kapitel erscheint. Wir sehen uns hier gleich wieder. So. Also wir werden uns auf jeden Fall die Lichtarmbrust noch bauen. Die Entscheidung ist, denke ich, gefallen. Und anscheinend, so wie es aussieht, brauchen wir doch noch ein bisschen mehr Gold. Das werde ich hauptsächlich natürlich trotz alledem wieder offscreen farmen. Aber jetzt, wenn das hier gerade so schön in der Luft hängt, ein bisschen kann man ja immer mal mitnehmen. Ihr wisst ja,
wer am Tage farmt, wer am Tage mitnimmt, muss in der Nacht nicht farmen oder irgendwie so, keine Ahnung. Was hat es mit dieser Insel auf sich? Gibt es hier irgendwas außer einem Loch? Warte, da unten ist aber... wir gehen erstmal nicht hin. Hier gibt es auf jeden Fall wieder ein Gemäuer. Den Eingang werden wir, denke ich, finden. Gold, 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 gold. Hallo. Oh, Alter, ich freue mich so auf Stufe 25. Da muss es ein richtig heftiges Ding geben. Wir schlagen hier alles kaputt. Obsidian, Blockscheibe, Seide. Ja, Seide, wer... Scheißseide oder was? So, ich würde sagen, eine Laterne weiß können wir auch mal wieder gebrauchen für unser Häuschen. Weil ich bin mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob wir das wirklich mal herstellen können. Vielleicht kann man sich die ja nur abbauen. So. Das ist schön. Oh mein Gott, Alter. Wer soll denn da wieder stehen? Könntet ihr da wieder stehen? Seid ehrlich. Wenn hier so viel Gold auf einem Haufen ist. Es funkelt so schön. Es funkelt wie rohe Diamanten. Wo ist der Scheiß schon wieder hergekommen? Wollen wir noch tiefer? Nö. Hilfe! Gold, 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 Gold. So, hier ist auf jeden Fall überall... Golderz, Fackel, grüne Rezept für gelber Kristallblock, Steinblock. Oh nein, es gibt eine Fackelobergrenze. Na gut, dann können wir sowas ja mal platzieren. Rezept für gelber... Ich weiß nicht, ob wir den haben. Gelber Kristallblock weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ups. Den gelben hatten wir noch nicht. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir, ne? Da ist wieder ein scheiß Mana-Trank. Will natürlich keiner haben. Mann, wo sind denn die Kack-Manen alle? Hier überall. Ich hasse es, unter der Erde zu sein. Da kommen immer die fetten Manen, ey. Sind schnell tot. Droppen eine scheiß Agave. Will keiner, braucht keiner. Wir lassen sie am Leben. Scheiße. Ich dachte, es gibt vielleicht mehrere Wege, hier wegzukommen. Ich hoffe, wir kommen hier überhaupt wieder weg. Vielleicht. Von, hä? Wo, hä? Wo zum Teufel? Wo bin ich denn runtergekommen? Das, nein, das darf schon wieder nicht wahr sein. No, no. Ich bin so geil. Ich bin so geil. 343 Gold verloren. Leck mir die Foot, Alter. Leck mir die Foot. Oh, naja. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hin wollten. Ich bin schon... Alter, jetzt... Wie heftig bin ich jetzt bitte gerade angepisst? Toll, jetzt haben wir nur 6500. Unser ganzes Gold ist weg. Unser ganzes beficktes Gold ist weg. Ich könnte schon wieder schreien und mir die Haare aus dem Kopf reißen. Die drei, die ich noch habe. Oh, nee, ey. So eine Rotze. Da fällt die Schlampe da ins Loch. Oh, Kupfererz. Leck mich am Arsch. Ey. Wir brauchen noch mehr Harz. Habe ich da nicht irgendwas gesagt? Da ist es. So, wenn wir die Lichtarmbrust haben, dann entsorgen wir die hier auf jeden Fall. Weil das wird vom Schaden... Wir können es ja hier testen. Hier haben wir ja Feuergegner. Das ist doch geil. Da ist zum Beispiel einer. So. 193, 447, 218, 408, 408. Okay, der normale Schaden ist höher, aber der Crit ist niedriger. Also es ist gut, wenn wir jetzt die Armbrustfähigkeit hätten, 25% mehr Armbrustschaden, dann wäre jetzt 25% weniger Bogen, 25% mehr Armbrust, dann wäre diese Armbrust gegen Feuergegner auf jeden Fall noch besser. Das heißt, wir werden sie wahrscheinlich doch erstmal noch behalten. Wo bist du? Der rote Grunzerkönig. Ja, leck mich da. Hör auf damit. Ups. Man sollte nicht immer im Feuer stehen bleiben. Ist eine unkluge Wahl der Ereignisse. Ich könnte mir hier die ganzen Ziegel abreißen, damit ich bei meinem Haus, dass ich nicht alle bauen muss.
können ja zumindest dieses obere Dach hier abreißen. Ich denke, das könnte man ruhig mal machen. Dann hat man schon mal einen Anfang. Dann hat man schon mal einen Anfang und muss ein bisschen weniger bauen. Und ich gucke, ich meine, notfalls sind hier noch viele, viele Steine. Wie viel Goldharz haben wir jetzt noch? 8? Wartet, wir hatten 16 und haben, glaube ich, 6 und 4 ausgegeben. Sind 10, dann haben wir jetzt 2 bekommen. Warte, wir brauchen noch 4 plus 6, 10 Stück brauchen wir, plus die Armbrust. Also wir brauchen auf jeden Fall mehr als 10. Die müssen wir uns jetzt nicht alle holen, natürlich nicht. So, Goldharz nochmal, alles cool. 16 da, die Scheiße müssen wir wieder wegmachen. Die Scheiße hier muss natürlich auch weg, das wisst ihr genauso gut wie ich. Plang, 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 plang. Was? Och man, leck mich doch mit dem Kupfererz, bitte. Nicht viel los, nicht viel los mit der Jugend von heute. Was? Ich dachte, ich habe da ein lilanes Licht gesehen, aber wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein, weil ich immer noch so von dem Ding begeistert bin, was wir eben bekommen haben. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Und ich werde jetzt nicht extra nachgucken, wie er heißt. Da oben ist noch mehr Dach. Und hier ist noch mehr Loch. Also ich weiß, na gut, da ist wieder eins. Mit euch, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit euch unterwegs bin, dann droppt alles seltener. Als ich das Harz gefarmt habe, da hatte, also von 3 Bäumen hatten 2 das Harz. Ich hab nur 5 Minuten, nee, 5 Minuten, ich habe nicht mal 5 Minuten gefarmt. Das ging ruckzuck, dann hatte ich das alles. Ich hau dir in die Fresse mit dem Schleifstein. Will ich nicht. Will ich nicht haben. Astralherz hieß es, genau. So, wir fällen jetzt keine Bäume mehr. Damit sind wir fertig. Ist hier eine Kiste? Nope. Oh nein, der verliert wieder ein Kupfer. Ja, aber wir brauchen die Portalsteinfragmente. Wie viele habe ich? 43. Das heißt, ein Portal. Das Portal hier, das können wir auf jeden Fall aufmachen. Ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hier komme ich, glaube ich, nicht so hoch. Da müsste ich mich hochbauen. Das ist mir zu viel Arbeit. Deswegen lasse ich es bleiben. Und bei diesen Maps, ich mache mir echt Sorgen. Wir übersehen hier. Definitiv übersehen wir hier Menschen, weil hier sind einfach zu viele Plätze, wo die sein können. Hm? Ach, Chris Dater. Oh nein, wer war das? Der schmeißt das Feuer. Ich will meine 6800 Gold bitte wieder haben. Ja, Fragment. Knochen. Obsidian, 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 Obsidian. Ach so, hier war der große Turm, habe ich schon wieder ganz vergessen. Hier war ja noch mal so ein großer Turm mal wieder. Oh nein! Da ist bestimmt wieder ein Mensch drin, der will, dass wir irgendwelche 5 Skelette töten und dann ist wieder nur eins von den Skeletten immer da und ich muss wieder die Map 5-mal betreten. Ja, was hab ich denn gemacht? Da, oh nein, da ist ein Mensch. Ich muss alles töten. Ich muss leider alles töten, weil natürlich müssen wir mit dem Mensch quatschen. Durch doch. Och nee, jetzt kommt ihr auch noch. Yes. Yes, Baby. Oh, Baby, motherfucking Baby. So. Beruhigt, ja.
Alles wieder in Ordnung, Babe? Oh my gosh. Oh, Sprengbomben auch schon wieder. Wieso? Wieso? Wo kommt das immer her? Oh, scheiße. So, so ist cool. 117, 148, 855. So. Oh, was haben wir jetzt? Scharfschütze. Erhöht deinen Schaden um 20%, wenn kein Gegner im Umkreis von 10 Metern ist. Okay. Tödlicher Schaden wird verhindert. Dies darf nur alle 90 Sekunden verwendet werden. Bedeutet quasi, ja, wir können einmal mehr getroffen werden. Beziehungsweise, ja, wenn wir einmal sterben würden, sterben wir nicht. Können dann Heiltrank reinschmeißen. Wir haben schon einiges für über. Und da finde ich hier die das Schadenstalent auf jeden Fall besser. Im Angesicht des Bösen. Schaden wird für jeden Gegner im Umkreis von 10 Metern um 5% erhöht. Ach du Scheiße. Für jeden Gegner. Also das hier ist 20% und das hier könnte man natürlich auf je nachdem wie viele Gegner da im Umkreis sind. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind in dem Spiel 10 Meter? Was sind in diesem Spiel bitte 10 Meter? Ich würde fast sagen, im Angesicht des Bösen tritt öfter ein als der Scharfschütze. Wir machen erstmal den Scharfschützen. Ich denke, das andere ist besser, weil ich glaube, dass das häufiger eintritt. Weil wir meistens ja, wenn uns ein Nahkampfgegner beispielsweise verfolgt oder im Dungeon, wo man nicht so viel Platz hat. Ich glaube, ich nehme das andere. Ist ein Block ein Meter? Wenn ein Block ein Meter ist, dann wäre das quasi, ich sage mal hier von der Kante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis zu dem... Oh mein Gott. Ne, da ist das andere besser. Wir nehmen das andere. Das muss grob überschlagen. Schaden wird für jeden Gegner im Umkreis von 10 Metern um 5% erhöht. Ich meine, das müsste besser sein. Wir werden das noch herausfinden. Was willst du denn? Tomo, der Bergarbeiter. Ich grabe... Ja. Es ist so, wie man sagt. Ja, das kennen wir auch schon. Was hast du? Gold. 14 Stück nur Kohle. Oh, Kohle, Obsidian, Schleif. Kohle ist nicht so teuer. Kaufen wir uns mal 6. Hier kaufen wir uns mal 4. Ich weiß doch auch nicht, warum. Warum nicht? Wir wollen nett sein. Wir müssen ja auch unsere Münzen mal für irgendwas ausgeben. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, das gehört dir. Es tut mir wirklich leid, dass ich das kaputt gemacht habe. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich es natürlich nicht getan. Das war, glaube ich, eben irgendwas mit 140 oder so. Ich weiß es nicht. Es muss... Ja, klar. Es muss... Natürlich ist es auf jeden Fall stärker. Komm, stirb jetzt. Ich will in den Turm rein. Legen wir den halt auch noch, wenn er es denn unbedingt will. Ups. Im schlechtesten Fall, ich sag mal, im schlechtesten Fall haben wir immer... Chili-Sprossen. Im schlechtesten Fall haben wir immer 5% mehr Schaden, weil der Gegner, gegen den wir aktuell kämpfen, der ist eigentlich immer in unserer Nähe. Das heißt, so können wir zumindest mindestens 5% Schaden sichern, anstatt komplett auf irgendwas zu verzichten. Man kann, wenn man von Anfang an erstmal auf Entfernung drauf zielt, die 20% für 2-3 Schüsse, kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Aber die Frage ist, ob das besser ist. Die Frage ist, ob das besser ist. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. So, das unten hier ist so mehr oder weniger das, wo wir schon waren, oder? Nee, ich würde sagen, wir waren eher da unten, aber ich glaube auch nicht. Also so wie ich das bisher gemerkt habe, unter den Maps... Ja gut, da sind zwar ab und zu diese versteckten, ich sage mal, diese kleinen Bergarbeiter-Lager mit Zaun, Fässern und so weiter, aber gut, die sind jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht so tragisch, wenn man die mal
verpasst oder so. Ich würde sagen, hier unten, da müssen wir nicht uns allzu viel Gedanken machen, wenn wir uns da nicht großartig umgucken. Vor allem ist das auch so verwirrend. Da würde ich eh durcheinander kommen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass uns nur noch der Turm bleibt, dass wir hier draußen fertig sind. Und draußen hier ist eh das Schlimmste. Ist hier ein Mensch mit einer Quest? Oh, nee, das gibt's ja nicht. Das glaube ich ja kaum. Wir gucken erstmal wieder oben. Da wird natürlich wieder unsere Truhe auf uns warten. Das Portal wird dann unten sein. Hallo. Kein Kupfer, wollte ich sagen, aber ja, natürlich. Wie hätte ich nur auf diese Idee kommen können? Wieso geht das nicht, ey? Wieso? Ach, scheiße. Wartet, 4, 3, 3 sind 10 und die Rüstung könnten wir fertig machen. Die Rüstung könnten wir, glaube ich, fertig machen. Was war das? Och nein, bitte. Mann, wieso? Wieso? Die Frage ist, gibt es überhaupt... Natürlich gibt es seltene Viecher, ne? Wir haben unseren aktuellen Begleiter ja auch von einem Ereignis und dann die Boss. Ich hoffe nicht nur der Wurm, ich hoffe auch bei dem Drachen und beim letzten Boss die Begleiter. Aber die wir finden, wir finden irgendwie nur weiße Eule, rote Kröte und... braun-weiß gestreifte Katze. Wir hatten ja einen Händler, oder wir haben immer noch einen Händler, da können wir uns ja Begleiter kaufen. Ich frage mich, ob das alle Begleiter sind und dann halt nur so Ereignis- und Boss-Begleiter oder ob hier in den Truhen überhaupt selten oder welche, die man nicht kaufen kann, drin sein können. Also ich bin mir da zurzeit gar nicht so großartig sicher. Rezept für Sprengbombe, ach man, leckt mich doch. Aber wie immer natürlich, ich kann die Katze hier nicht hier oben ihrem Schicksal überlassen, das ziemt sich einfach nicht. Golderz, veredelter Sonnendiamant, Spinnenfäden, grünes Portalsteinfragment 1, nur schade, schade. Hier. Och nein, wieso ist da immer ein Football drin? Wieso ist da immer ein Football drin? Ich will keinen scheiß Football. Obsidian, na gut. Scheiß auf Obsidianblock, nehmen wir mit. Hilft eh nichts jetzt. Ach nein. Ach nein, ach nein, och jemine. Schriftrolle der Heilung, die könnten wir missbrauchen eigentlich. Binden ja gerade nicht so. Aber wie dem auch sei, an dieser Stelle hier oben an der Spitze des Turms werden wir die Folge auch schon beenden. Die Folge ging, finde ich, sehr schnell vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr auch das Gefühl hattet. Ich fand, die Folge ging jetzt merkwürdigerweise sehr schnell vorbei. Aber egal, wir haben auf jeden Fall in dieser Folge uns unseren legendären Senna, den heiligen goldenen... Alter, Langbogen gefertigt. Und wir haben einen Ereignisboss getötet und ein, ich hoffe, seltenes Item bekommen. Ach, das ist nur so ein Lavastein. Und sind äußerlich auf dieser Map hier fertig. Machen jetzt den Turm und... hoffentlich danach keine Vulkaninsel mehr. Von hier oben sieht das alles sehr schön aus, aber auch nicht mehr so, als wenn hier noch irgendwas wäre, was wir verpasst hätten. Na gut, Freunde, dann möchte ich mich jetzt ganz gerne bei euch bedanken. Hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge heute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge natürlich wieder. Bis dahin, macht es gut, haut euch wieder aufs Ohr und ciao, ciao.